Sterne entstehen meistens in Clustern. Das heißt, größere Molekülwolken kollabieren, Teile darin kollabieren und dort entstehen dann die Sterne. Und um manche dieser Sterne herum außerdem auch noch protoplanetare Scheiben. Das bedeutet auch, all diese Sterne in einem Cluster entstehen mehr oder weniger zur selben Zeit. Jetzt kann man diese Sterne in diesen Clustern beobachten und deren Alter bestimmen und daraus ein mittleres Alter dieser Sterncluster ableiten. Und dieses mittlere Alter ist hier auf der X-Achse in Millionen Jahren aufgetragen. Dann kann man auch noch die protoplanetaren Scheiben beobachten und die haben einen Infrarotexzess. Und die Menge dieses Infrarotexzesses ist ein Maß dafür, wie viel dieser protoplanetaren Scheibe noch vorhanden ist. Und da gibt man auch einen mittleren Wert an für einen Cluster. Und das ist jetzt hier einmal auf der Y-Achse aufgetragen, also dieser Anteil dieser Infrarotexzesses. Jetzt beobachtet man hier eine sehr interessante Korrelation. Und zwar mit zunehmendem Alter, ja, also wenn das Alter hier, wenn diese Sterncluster älter werden, nimmt der Anteil des Nahinfrarotexzesses ab, beziehungsweise eben der Anteil an sozusagen zirkumstellarer Scheibe. Das bedeutet, nach etwa sowas wie 10 plus minus, sagen wir mal, 3 Millionen Jahre, ist diese Scheibe, diese zirkumstellare Scheibe, vollständig verschwunden. Und diese circa 10 Millionen Jahre passen jetzt sehr gut mit dem überein, was wir in Meteoriten datieren. Zum Beispiel Chondren bilden sich in den ersten circa 5 Millionen Jahren unseres Sonnensystems. Die ersten Planeten entstehen nach ein paar Millionen Jahren, 3, 4, 5 bis vielleicht 10 Millionen Jahren, je nach Planet, Jupiter, Mars und so weiter. Und das sind dann die Zeiträume, wo dann bei uns auch die protoplanetare Scheibe verschwunden ist. Das heißt, was man hier astronomisch beobachtet in diesen Sternclustern und in diesen zirkumstellaren Scheiben, passt sehr gut zu dem, was wir aus Meteoriten über unser Sonnensystem wissen. Und das bedeutet wieder, dass unser Sonnensystem durchaus repräsentativ ist für wahrscheinlich andere planetare oder solare Systeme. Das heißt, wenn wir unser Sonnensystem angucken, erstens ist jetzt kein außergewöhnliches, spezielles Sonnensystem, sondern eher ein typisches. Und zweitens, wir können sehr viel über andere Sonnensysteme, Planetenbildung und so weiter daraus lernen. Und das lernt man hier aus der Lebensdauer dieser zirkumstellaren Scheiben in diesen Sternclustern, die eben nach ca. 10 Millionen Jahren verschwinden, passen sehr gut mit unseren Daten aus unserem Sonnensystem überein. Und deshalb unser Sonnensystem und andere sind wahrscheinlich wirklich in ihrer Entwicklung sehr, sehr ähnlich.